Der Blinker im Mai. Die Titelthemen. Der Countdown zum Hecht. Was Bertus Rosemeyer beschäftigt wenige Tage bevor die Hechtsaison losgeht, verrät er dem Blinker. Blütezeit der Räuber. Im Frühjahr blüht nicht nur die Natur auf, sondern auch die Räuber. Christopher Görg gibt Einblick in seine räuberische Frühjahrsplanung. 10 Tipps für einen bissigen Start. Damit in der neuen Hechtsaison nichts schief geht, gibt's 10 heiße Tipps von Team Pro Guiding. Im Heft liegt gratis eine spannende DVD bei. Auf der DVD im Mai dreht sich alles um Raubfische. Hechtangel in kleinen Gräben und Flüssen erleben Sie Arne Seiberlich auf Räuberpirsch. Mit dem Team von ProGuiding geht's auf die Elbe bei Hamburg. Vertikal vom Boot wird den Stachelrittern auf die Schuppen gerückt. Wenn der Raps blüht. Vom Kleinboot geht's auf die Ostsee, um Hornhechte zu fangen. Wie man mit der Spinn- oder Fliegenrute Hornhechte fängt, erleben Sie auf der Mai-DVD. Flach verführt, Hechtangeln. Frühjahr. Harte Attacken und starke Drills, das ist Hechtangeln. Matthias Wendt und Waldo Krause zeigen, wie man Hechte im Frühjahr fängt. Weitere Themen? Babs beim Bass. Babs Kiwieski war bei dem größten Angelwettbewerb in den USA dabei, den Bassmaster Classics. Was Babs in den USA alles erlebt hat, lesen Sie nur im Blinker. Schnäbelschlaufen. Hakenlos auf Hornhechte. Wie das geht, verrät Blinker-Redakteur André Pawlitzki. Farbenlehre. Die richtige Köderfarbe beim Zanderangeln zu finden, ist nicht leicht. Veit Wilde verrät, wie auch sie beim Zanderangeln einen farblichen Volltreffer landen. Frühe Karpfen. Mit leichtem Gerät geht's mit Stefan Berger an flache Seen auf Frühjahrskarpfen. Und wie immer, gibt's natürlich vieles, vieles mehr. Lassen Sie sich diese Ausgabe nicht entgehen. Ab dem 18. April im Handel erhältlich. Gut, besser, Blinker.